Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kipus Paranormal Scanner. Heute beschäftige ich mich mit einem Video, welches ein Interview mit einem Alien bzw. einem Zeitreisenden von der Erde zeigen soll. Vielen Dank an die YouTuber Florian M. und Simia Aldebaran für den Tipp. Die originalen Videoquellen findest du wie immer in der Videobeschreibung. Zu den Filmdaten. Das Hochladedatum war am 7.06.2016. Das Video hat fast 1 Million Klicks und ist in HD-Auflösung 1280x27 Pixel erschienen. Es hat 24 Bilder pro Sekunde und die Datenrate liegt bei 606 Kilobits pro Sekunde. Die Dauer des Videos beträgt 4 Minuten und 36 Sekunden. Zum Filminhalt. Zu sehen ist eine Videoaufzeichnung mit einem Alien bzw. jemanden, der behauptet, aus der Zukunft von der Erde zu uns gereist zu sein. Er spricht undeutliches Englisch und erzählt interessante Dinge. So what are you doing here now? Wer sich das Interview komplett anhören möchte, kann den Link mit dem Titel Debugged in der Videobeschreibung nutzen. Es gibt tatsächlich schon einen Hinweis darauf, dass dieses Video nicht echt ist, sondern von Many Things, einer Filmanimationsfirma, geschaffen worden ist, die dieses Video auch auf ihrer YouTube-Seite zeigt. Somit gäbe es eigentlich für mich nichts mehr zu tun. Wenn es nicht Hinweise gäbe, die behaupten, dass dieses Video tatsächlich echt ist und im Rahmen des Projektes Blue Book entstanden ist. Das Projekt Blue Book war ein Ermittlungsteam des Geheimdienstes der US-Luftwaffe zur Sammlung und Auswertung der Sichtungen von UFOs durch Luftwaffenpiloten, Luftwaffenradarstationen und anderen Luftwaffenangehörigen sowie zur Ermittlung vor Ort. Das Projekt war von 1947 bis 1969 tätig. Aber auch hier gibt es Hinweise, dass dieses Projekt angeblich immer noch, vielleicht unter anderem Namen, tätig ist. Die Firma Many Things soll nur behaupten, dass sie dieses Video erstellt hat, um Nachforschungen zu vermeiden. Das ist mir alles zu verwirrend und zu kompliziert. Vielleicht beschäftigt sich der gute Mythenmetzger einmal mit dem Thema. Es gibt sogar eine Seite, bluebooksarchiv.org, in der man durch die ehemals geheimen Akten stöbern kann. Auch diesen Videolink findet ihr in der Beschreibung. Ich mache das, was ich immer mache, ich werde nur das Video analysieren. Los geht's. Zur Logik. Mal wieder ein Alien oder ein Zeitreisender vom Planeten FKK. Ich kann mir nicht vorstellen, dass uns Aliens eines Tages mit nacktem Oberkörper oder wie in anderen Videos komplett nackt besuchen, kommen oder nackt in ihren UFOs sitzen und abstürzen. Da lobe ich mir doch das Video von dem Grey Alien Skinny Bob, der trägt wenigstens einen Rollkragenpulli. Auch wenn er diesen niemals über seinen überdimensionalen Kopf bekommen würde, aber ich schweife ab. Außerdem, warum wird ein so wichtiges Interview mit einer so miserablen Beleuchtung in so einem armseligen Studio gemacht? Ist mir ein Rätsel. Zur Filmanalyse. Wenn ich den Kontrast erhöhe, fallen mir sofort die komischen Kacheln im Hintergrund auf. Die sehen so aus wie ein Überbleibsel von einem 3D-Animationsprogramm, aber ich kann mich auch täuschen. Weiterhin fällt die eindeutig digitale Maske um dieses Alien herum auf. Außerdem passt der Vordergrund nicht zum Hintergrund, wie man hier unten sieht. Es sind eindeutig zwei unterschiedliche Ebenen, die hier in einem Video zusammengefasst worden sind. Alles spricht tatsächlich für ein 3D-Animationsprogramm, mit dem dieses Alien erstellt worden ist. Wenn ich jetzt mal nur auf die Augen achte, fällt mir auf, dass sie eigentlich viel zu langsam schließen und teilweise auch gar nicht komplett geschlossen werden. Das war jetzt schon ziemlich tief, aber hier zum Beispiel wurden sie gar nicht richtig geschlossen. Weiterhin ist das Augenlid viel zu groß für das Auge und ich weiß nicht, warum es bis hier hinten gehen muss, wo sich das Auge doch nur hier im vorderen Bereich befindet. Das ist auch sehr ungewöhnlich. Ich denke mal, auch bei Aliens dürfte das nicht so sein, weil es einfach keinen Sinn macht. Und bei den Augen habe ich dann auch den letzten Beweis gefunden, der noch nötig war, um dieses Video als Fake zu entlarven. Da spule ich jetzt mal hin zu dieser Stelle. Vorher möchte ich noch mal kurz was zeigen. Manchmal haben kleine Fehler, die sich bei der Programmierung einschleichen, ungeahnte Folgen. Dazu zeige ich mal ein schönes Beispiel von dem Film Schreck. Bei dieser schönen Szene, die wir alle noch sicherlich kennen, ist auch sowas passiert. Wie man hier sieht, wenn ich mal kurz stoppe, da ist aus irgendeinem Berechnungsfehler hier der Hut und die Augen sind hier stehen geblieben und die werden dann später wunderschön nachgezogen und dann sieht alles wieder gut aus. Solche Fehler passieren also. Und der arme Schreck hatte nicht nur diese unglaublich langen Arme, sondern hier in einer Einstellung sind auch die Beine viel zu lang geworden.
Und mit diesem Hintergrundwissen schauen wir uns mal das letzte Augenzwinkern von diesem Alien an. Hier ist es noch in Ordnung. Und dann, wenn die Kamera angeblich so hin und her wackelt, ein wenig später, wirklich der allerletzte Augenaufschlag kommt, dann sieht man Folgendes. Da sieht man es hier. Sieht man, dass auch hier auf einmal dieses Augenlid verrutscht ist. Es geht nicht mehr übers Auge, über das gesamte Auge, wo es hingehört, sondern nur noch hier hinten in der Ecke. Und das ist der letzte Beweis, das ist digital erstellt worden. Und hier ist so ein wunderschöner kleiner Fehler passiert, den wir auch gerade bei Schreck gesehen haben. Und das ist der eindeutige Beweis. Dieses Video ist ein Fake. Falls es dir gefallen hat, Daumen hoch. Wenn du keine neuen Videos von mir verpassen möchtest, solltest du auf das Abo-Knöpfchen drücken. Zu niveauvollen Diskussionen in den Kommentaren bin ich gerne bereit. Falls du ein bestimmtes Video von mir analysiert haben möchtest, kannst du mir gerne den Videolink schicken. So, das war's für heute. Ich wünsche dir noch eine schöne Woche und tschüss, bis zum nächsten Video von Kipus Paranormal Scanner.